Damen und Herren, wir haben es geschafft. Wir haben alle hier in diesen kleinen Raum reinbekommen. Und Sie auch. Draußen steht noch eine ganze Menge Leute, also haben Sie Glück gehabt. Wir begrüßen hier das Streichensemble, würde ich sagen, unter der Leitung von Herrn Sviridis und Frau Witt. Und zwar hören Sie jetzt und sehen Sie jetzt das Stück Die Wolkenprinzessin aus dem Buch Meine afrikanischen Lieblingsmärchen von Nelson Mandela. Und zwar möchte ich jetzt die einzelnen Mitwirkenden vorstellen. Das wäre die Wolkenprinzessin. Wo haben wir sie? Die Wolkenprinzessin. Jennifer Graf. Prinz Hase. Mario. Der Wolkenkönig. Timo Reiser. Der Specht, Sandra Schmidt, die Maus, Daniel Suhr. Ja, die Musik ist von Ihnen, Herr Sviridis. Die Kostüme hat Jacqueline Cuché, das habe ich nicht gesagt gemacht. Sie möchte nicht aufstehen, aber sie sitzt hier. Die Erzählerin ist die Frau Witt. Herzlich willkommen. Und natürlich die Musikschulen, die wir daran beteiligt sind, das sind die Musikschulen Treptow-Köpenick, Mitte und Spandau. Und auch das afrikanische Perkussionsensemble da hinten, guckt mal, wo viele Körper sind, unter der Leitung von Tony Bailey. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Zug noch geblieben waren. Denn soll
sonst erwischen mich diese bösen, schrecklichen Hunde des Herrn eines Tages doch noch. In dieser Nacht schlief der Hase tief und fest. Nachdem er am nächsten Morgen sein Frühstück mit etwas selbstgebrautem Bier hinuntergespült hatte, machte er sich auf den Weg zu seinem Stück Land und säte seine Feldfrüchte aus. Als er mit seiner Arbeit zufrieden war, zerkleinerte er etwas Unterholz und zäunte das Grundstück sorgfältig ein, um das Wild fernzuhalten. Er hatte Glück mit dem Wetter und das Getreide wuchs und gedieh. Als die Erntezeit herankam, wurden die Maiskolben immer dicker und die Kürbisse bekamen vielversprechende Rundungen. Seine Farben waren so herrlich wie die